Willkommen hier Spelgen zu unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Audi. Wir sind hier bereits in unserer 13. Episode in Spa und es steht ein Sprintwochenende wieder an. Ziemlich cool und ziemlich weird hier. Sehr, sehr ungewohnt auf jeden Fall. Trotzdem stelle ich mir das ziemlich gut vor. Ich glaube, so will man auch den Fans ein bisschen was zurückgeben. Hier diese wunderschöne, aber auch sehr gefährliche Strecke. 7008 Meter, 2 DS, Zone 19 Kurven. Und natürlich mit Rouge und auch Radillon, die ja vermutlich gefährlichste Kurve im Formel 1 Kalender. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen rum freuen. Und auch gerne, ja, das nicht verpasst, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Ja, unbedingt auch auf Insta-Tobi auf TikTok. Macht die 13k voll, wir sind schon 12,5. Also das würde mich echt extrem freuen. Wir hängen jetzt schon echt lang auf diesen 12,5 herum und das würde mich echt extrem freuen. Jetzt geht's los hier auf dem Berg rauf. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht die größten Chancen. Ich mache mir doch nicht viel aus, denn es ist eine extrem lange Strecke und unser Auto ist ja pacetechnisch schon ziemlich gut, aber in den Kurven ja viel Zeit. Wir sehen es auch hier. 10. Platz ist das hier. Wir fahren uns Schwierigkeit 94 und ja, in den Kurven, gerade im Mittelsektor, da wo halt nur Kurven sind, da fehlt es halt noch enorm. Und auch hier, oh mein Gott, dieser Rutscher war natürlich absolut nicht gerade das Beste. Das Gute ist halt, dass wir sehen, im Sprint, ja, ich bin so übermotiviert in manchen Kurven, rutsche ich dann einfach über die Vorderachse oder ja, generell bin ich dann einfach zu motiviert drauf. Und das ist bis jetzt der 21. Platz, das ist echt nicht gut, ich komme gar nicht klar. Hier geht es dann runter zu dem Double Gouge und ja, es ist wirklich heute verhext, ich komme kaum nach vorne. Wir haben da im Mittelsektor safe schon über eine Sekunde Rückstand. Und jetzt der letzte Platz. Ich glaube, heute könnte es sogar mit Pepe Astriman reichen. Zuvor, glaube ich, gelang es nie einen Teamkollegen. Aber ich glaube, heute ist meine Leistung so schwach, dass ja 2,5 Sekunden Rückstand. Das ist echt schwach. Das ist unfassbar schwach. Und es wird vermutlich der letzte Platz heute sein, wo wir starten werden. Ja, im Sprint können wir das ein bisschen verbessern. Meine Race Pace ist generell... Ja, Sprint Pace ist jetzt nicht so gut, aber die Race Pace ist generell... ein Kicken besser als ja, alles andere. Jetzt geht es hier mal in die letzte Kurve rein. Noch einmal die Hoffnung aufmachen. Ja, da wollte ich auch wieder zu viel und das ist tatsächlich... Oh, der 21. Okay. Es ist der vorletzte Startplatz in der letzten Startreihe. Los geht's hier in den Sprint und so weit hinten sind wir bis auf Gridstrafe noch nie gestanden. Los geht's hier mal in unseren dritten Sprint in unserer Karriere. Zwei werden dann ja tatsächlich hintereinander sein. Einmal in Katar und dann in Austin. Hier gehen wir direkt an Piastri vorbei und arbeiten uns in die erste Kurve rein. Huch, das war sehr eng mit Guan Yu Zhou. Da gibt es Safety-Verwarnung für eine Kollision, die ich aber durch das späte Bremsen eh nie im Leben verhindern hätte können. Also, da kommt es zur Berührung. Nebeneinander geht es hier mit Guan Yu in, ja, Rouge Radiliorov. Konnten wir gut machen. Noch kein DRS enabled. Also, jetzt wird es noch reichen. Das sind nur 340 km/h, die wir hier schaffen. Und da vorne kommt es ein bisschen zum Tumult. Lance Stroll hat sich da ein bisschen vertan und blockiert hier direkt Guan Yu Zhou. Es war Bottas vorher nicht so, oder? Und ja, Stroll und... Oh, oh mein Gott, ich habe hier so spät reingebremst, dass ich fast hier eine Katastrophe ausgelöst hätte. Da wären wir fast hinten an Lance Stroll draufgefahren. Gut, noch gut gerettet hier. Trotzdem, ich muss natürlich volles Risiko gehen. Wir haben jetzt schon 9 Plätze aufgeholt. Was ich natürlich toll finde, weil der 12. Platz ist dann schon eher unsere Umgebung. Ich meine, der letzte ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, im Rennen hätten wir uns da schön nach vorne arbeiten können. Aber trotzdem, das Qualifying, irgendwie war da der Hund drin. Wir konnten da gar nicht nach vorne kommen. Und generell, ja, das ist jetzt auch, jetzt kommt auch schon das Ende der Europa-Tour leider. Ich bin eigentlich ein Riesenfan, nur... ich glaube, die Strecke liegt unserem Auto nicht ganz. Oscar Piastri ist jetzt da ein bisschen weiter hinten. Und ja, der 12. Platz wird es vermutlich werden. Ich sehe zwar Stroll und Joe hier. Jetzt Stroll könnte es nochmal was werden. Ich verstehe auch nicht, warum die Haas so schwach sind. Da können wir gerade noch so vorbei an an Lance Stroll. Und Joe gibt uns hier wunderbar Windschatten. Da scheren wir aus. Purple im ersten Sektor. Liegt aber vermutlich an diesem perfekten Windschatten, an das ERS full aufgedreht und auch an das DRS. Ah, DRS gab es noch gar nicht. Ja, trotzdem. Auch Gasly vor uns, unser eigentlich Standardrivale. Ocon hinter uns, Stroll auch so. In dem Kretzel sind wir eigentlich immer, und wie McLaren heute ein bisschen stärker. Sind weiter vorne, Punkte werden es vermutlich nicht werden.
Also dafür, glaube ich, sind wir leistungstechnisch zu schwach heute. Also Punkte sind nicht drinnen. Jetzt gehen wir mal zu Ende hier. Der Sprint ist eigentlich ziemlich spaßig. Wir kommen noch gut mit. Aber ja, es ist halt auch eher für schnelle Autos was. Ich meine, wir haben schon ein gutes Auto. Ich bin aber auch hier mit der gelben Reifenstrategie eher auf Safety gegangen. Und deswegen, ja, wird es auch schwierig, jetzt noch weiter nach vorne zu kommen. Jetzt müssen wir halt hier aufpassen, dass Stroll und auch Ocon nicht wieder durchschlüpfen, weil die drücken hier schon ordentlich an im Blanchiment. Da geht aber nichts. Also da kann man kaum überholen. Und der Körb hier rechts ist eine richtige Bitch geworden. Also wenn man da rechts zu lang oder zu fett drüber fährt, der leitet einen gerade weiter. Du kommst da nicht mehr runter. Und da müssen wir ein bisschen in die Strecke gehen. Da ging auch nichts mehr. DRS ist enabled. Das ist nämlich auch wichtig für uns, dass wir uns verteidigen können. Ich denke nicht, dass wir an Joe vorbeikommen. Aber solange wir im DRS-Fenster bleiben, bleiben wir, glaube ich, auch vor Esteban Ocon. Der ist jetzt vor Lance Stroll. Aber ja, jetzt auch wäre es auch nicht so schlimm, wenn die beiden vorbeikommen würden. Es ist sowieso, es ist so und so kein Punkt. Also da kann ich jetzt auch gut auf diesen einen oder zwei Plätze verzichten. Im Windschatten können wir uns hier noch leicht an Guan Yu dran sagen. Wir sind jetzt Ende der vierten Runde. Wir sind immer noch an Joe hinten dran. Da muss ich wieder den Notoscan nehmen. Und jetzt gibt es auch immer noch keine Verwarnung. Okay, das ist sehr interessant. Wir sind doch knapp die 4 Zehntel. Jetzt wird es aber auch sehr, sehr knapp mit den Hinterleuten, denn wir sind aus dem DS-Fenster rausgefallen. Und Guan Yu Zhou könnte, Esteban Ocon könnte jetzt den Angriff wagen. Wir haben nur 5% DRS. Rouge werden wir auch kurz mal abdrehen, obwohl wir eigentlich, glaube ich, nichts hier dazu bekommen. Ich gehe auch nicht vom Gas runter. Jetzt im Windschatten könnte, ja, das wird so knapp werden. Wir sind so langsam auf den Geraden. Ich hasse es. So, hier scheren wir einmal aus und da schießt Esteban Ocon links vorbei. Da verhacken wir uns fast mit dem Reifraum. Ich kann ganz spät reinbremsen und das ist noch der 11. Platz. Das ist okay, da können wir auch richtig was gut machen. Und ich glaube, mit einem guten Start könnten wir dann nach vorne kommen. Aber wir werden auf jeden Fall einen Zug werden. Also wir werden auf jeden Fall die Leute, die hinter uns sind, richtig einbremsen. Ich merke das auch schon, wir gehören da eher 10 Plätze nach hinten. Heute geht auch irgendwie, hier ist irgendwie der Hund drin. Gerade in dieser Phase des Rennens oder gerade hier ist einfach der Hund drin. Wenn wir keinen DRS-Mann vor uns haben, kommen wir eigentlich kaum mehr von dem Hintermann weg und dem Vordermann nach. Das ist ein bisschen ein Problem. Wir sind halt einfach überall noch zu langsam. Aber gerade überwiegend sind wir in Sektor 2 am langsamsten. Also gerade hier raus, da bräuchtest du die Pace und hier raus komme ich aber nicht auf die nötige Pace drauf. Das ist einfach schwach, dass wir hier einfach nicht vom Fleck kommen. Max Verstappen gewinnt den Sprint. Der hat den 5 Runden hier uns, keine Ahnung, 30 Sekunden ein Geschenk. Also der ist, ja, circa 4 bis 6 Sekunden schneller pro Runde gewesen. Da kann man noch ja nichts beschönigen. Das ist Spa, das ist Hölle. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Norris, Hamilton, Perez, Fernando Alonso, Gasly, der Wissenschaftler, Leclerc, Ocon, Bottas, Tsunoda, Hülkenberg, Albon, Doohan, Magnussen, Sargent, Joe, Oscar Piastri, De Vries und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So, und jetzt geht's hier in unser Hauptrennen in Spa. 15 Runden werden sie sein auf 35%, Schwierigkeit 94. Let's go, mein Startbocke. Und angesichts des grottigen Ergebnisses im Sprint habe ich mich auch für die roten Reifen entschieden. Hier bremst mal ein bisschen früher. Aber man muss sagen, wir konnten hier trotzdem ohne Kollision ducken. Da gibt's trotzdem gelb in Turn 1. Ist aber auch immer so, denn in La Source, ja, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Könnte man vielleicht einen Kiesbett in der ersten Kurve geben, dann wären auch die Fahrer vielleicht etwas vorsichtiger. Lando Norris jetzt vor uns und wir konnten es wirklich tatsächlich mit so einem Bomben-Raketenstart auf den 5. Platz schaffen. Lando vor uns und davor Sainz. Vielleicht kommt Sainz nicht so gut mit den gelben Reifen,
und wir könnten unsere Chance wagen, aber ja, ich muss mich natürlich auch hier mit dem Fokus auf die Leute hinter mich legen, denn die Reifen werden maximal 3 Runden auf Full Push halten und ich denke mal, nach der 8. bis 10. Runde sind die tot. Also dann sind die Reifen tot, aber so safe. Oh mein Gott! Ja, ich push halt wirklich on the limits, ich möchte halt noch an Lando auch vorbei. Ich weiß halt genau, dass der auch in der Weltmeisterschaft und da sagt schon mal Checo Perez Hallo und geht vorbei. Ja, den müssen wir auch ziehen lassen, oder? Also das wird schwierig, den noch irgendwie mitzunehmen. Hier dann jetzt in den letzten Sektor. Und das ist wirklich, finde ich, der schlimmste Sektor mit meinem Auto zu fahren. Also, ja, nicht der letzte, halt dieser Kurvenzeug. Hier fängt ja der letzte Sektor erst an. Trotzdem, es ist generell, dieser Exit hier ist so wichtig, aber da kommen wir einfach nicht vom Fleck und dann sieht das wirklich immer aus, als ob wir hier stehen würden. Hamilton drückt an, Perez drückt, auch an, dass er wegkommt und auch Fernando Alonso hinter uns. Also wir sind da alle so knapp zusammen, aber hier im Bus-Stop, da kann ich, oh mein Gott, bin ich spät an der Bremse. Das lässt aber Bus-Stop auch irgendwie zu. Beim Rausbeschleunigen habe ich dann sogar die besseren Karten. Lando Norris ist auch immer noch im DS-Fenster, also es wäre auch noch theoretisch possible. Lila im letzten Sektor, das ist auch sehr interessant. Hier ist Lando Norris, der wird ein bisschen eingebremst von Carlos Sainz. Das ist mir auch klar. Das ist wirklich generell in den ersten Runden so, dass die KI so schwach ist. Guckt euch das mal an. Wir waren fast die Sekunde weg in der letzten Kurve. Und jetzt sind es einfach eine Zehntel. Mein Gott, Lando hier ganz langsam auf Rouge rauf. Das war wirklich unfassbar langsam. Und hier können wir an Lando vorbeigehen mit so einer Pace. Die ist unfassbar. So, jetzt hier im Windschatten noch an Carlos Sainz dran. Also, ich meine, Rudi müsste nur doch im Training sein, das ist natürlich Spaß. Ich weiß, dass unsere Reifen viel, viel schneller abbauen und wir eventuell sogar auf die weiße Strategie gehen müssen, aber trotzdem, das wird ein hartes Rennen. Verstappen hier mit dem Genius Move, der ist mit dem weißen Reifen gestartet. Leute, Seth, ich bin ehrlich, wir werden auf jeden Fall trotzdem hier schneller sein. Jetzt gucken wir uns hier, Verstappen wird trotzdem schneller sein. Jetzt gucken wir uns hier die Start-Replay nochmal an. Max van der Poel mit dem weißen Reifen daneben, George Russell mit den roten und trotzdem ist Carlos Sainz in Turn 1 mal vorbeigegangen mit den gelben Reifen. Hier kommt es fast zur Berührung mit Lewis Hamilton, trotzdem kommen wir da gut noch mit und können da auch gut reingehen. Ich weiß nicht genau, warum es Geld gegeben hat, ich glaube nicht wegen mir, aber kann auch gut möglich sein, also das kann ich jetzt auch nicht benennen. So, und hier sehen wir schon, Sainz mit den gelben Reifen, Welten schneller wie ich und selbst Verstappen mit den weißen Reifen, der ist so schnell, das ist nicht mehr normal. Jetzt ja, müssen wir uns hier schon verteidigen, Rouge rauf. Es ist hier wirklich die schlimmste Stelle überhaupt zum Überholen. Aber wenn man hier durch ist, glaube ich, kann man eigentlich eine ruhige Kugel schieben. Denn dieses Rennen ist eigentlich, ja, es ist eine lange Strecke. Aber überholtechnisch geht, glaube ich, nur Blanchiment. Also dieser letzte, die letzten paar Kurven, Bus-Stop rein. Turn 1 natürlich, also Startziel, Turn 1. Und dann eben hier. Also hier konnten wir uns bis jetzt noch gut vorne halten. Lando Norris ist schon in die Box gefahren. Und boah, guckt euch das mal an. Wir haben zwar keine Yes mehr, aber Checo, der fliegt hier förmlich an uns vorbei. Hier können wir uns noch ein bisschen retten. Das ist die vierte Runde und die Reifen sind jetzt schon viel mehr litiert, als ich das wirklich vorher geglaubt hätte. Und wir führen hier gefühlt die zweite Hälfte des Fahrerteams an. Vor uns die Gruppe der Top 4 oder der Top 3. Und wir sind hier der Lokführer des gefühlt gesamten Fahrerfeldes hinter uns. Also guckt euch das mal an. Ich bin schlimmer wie Alonso 2021. Nein, ich war 22. Also da ja, ja in Monaco so die zwei Gruppengesellschafter gemacht hat, wo ja vorne die Top 5 weggefahren sind oder Top 4. Und dahinter dann Alonso mit dem Rest des Feldes. So fühle ich mich hier ein bisschen. Ich meine, wir konnten auch, wir sind pro Runde eine Sekunde langsamer und ja, wir müssen das hier irgendwie ins Ziel retten. Jetzt könnte es aber knapp werden, denn Checo drückt hier ordentlich an, gerade im Blanchiment. Das sind, glaube ich, eher die Red Bull Kurven. Wir haben hier einen Ferrari Motor drin, das ist auch ja interessant, aber juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir müssen einfach hier vorne bleiben. Hier kommt zwar Checo vorbei, da können wir aber nochmal kontern. Und ja, es kostet halt jeder Konter Zeit, aber ich weiß natürlich auch, wenn ich ihn ziehen lasse, ist das für mich gelaufen. Dann zieht der Nächste und der Nächste und der Nächste. Hier rechts ist jetzt Lewis Hamilton. Perez ist, glaube ich, schon in der Box gewesen, oder? Ich weiß nicht genau. Oder er ist überholt worden. Ich bremse natürlich ordentlich hier ein. Es ist nicht gewollt, aber wir kommen halt einfach auch nicht vom Fleck weg. Da gehen wir rein in Bus-Stop und biegen dann in die Box ab. Das ist unser Boxenstopp, sechste Runde. Ich glaube, länger hätte ich es auch nicht rauszögern können.
hier ganz spät bremsen, aber nur nicht zu spät. Oh, genau 80. Halleluja. Also das wird schlimm ausgehen können. Der Motor auch schon wieder lidiert, das ist natürlich gar nicht gut. Und jetzt hier nur nicht zu spät, bitte versaut die Box nicht. Ich fahre hier auch theoretisch um Punkte, auch wenn ich mir natürlich sicher bin, dass ich den vierten Platz nicht behalten werde. Also das ist mir schon klar. Trotzdem, wir gehen hier, glaube ich, auch als einer der ersten der Spitzengruppe rein. Jack Doohan ist der Einzige, der hinter mir in der Box war. Und ja, wir sind aber nur 10 Sekunden von Oscar Piastri. Das bedeutet, also wir waren dann doch 10, 12 Sekunden waren wir vor Piastri, vor dem Boxenstopp. Das ist auch gut. Jetzt sind auch die restlichen Fahrer in der Box und jetzt wird es interessant, Leute. Haben wir es geschafft, irgendwie noch alles rauszuholen? Mit den gelben Reifen wird es trotzdem fucking knapp werden bis zum Schluss. Und jetzt hier rechts ist gerade Alonso drin, Perez drin. Die konnten wir alle überholen. Und es reicht, wir kommen wieder auf den vierten Platz raus. Wie habe ich das bitte geschafft? Wir fahren hier auf Schwierigkeit 94 und ich konnte es wirklich schaffen. Trotz des wirklich grottigen ersten Stints, wo wir ja Lokführer des halben Feldes waren, konnte ich es hier schaffen. Easy, jetzt mit sogar einer Sekunde Vorsprung zu Charles Leclerc hier vorne, zu Checo Perez nach vorne zu kommen. Wir sind jetzt vierter Platz und das ist wirklich toll. Ich glaube, der Mercedes war noch nicht in der Box, oder? Oder war der schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte doch beide Mercedes hinter mir. Und Leclerc war eigentlich vor mir, oder? Ich bin komplett verwirrt. Wir müssen uns das natürlich angucken, wenn die dann in der Box drin waren. Aber es ist ein tolles Ergebnis aktuell. Natürlich werden die wieder ordentlich pushen. Und ich habe jetzt schon das Sekundenfenster wieder verloren. Es ist halt einfach nur krass, wie stark diese KI hier ist. Mein Auto einfach viel zu schwach. Aber das Feld hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Also da waren nicht nur wir der Bremsklotz, da waren auch, glaube ich, ein, zwei andere, die hier eingebremst haben oder die hier das Feld ein bisschen verlangsamt haben. Jetzt hier gelb, ich glaube, das scheidet jemand aus. Wer ist das denn? Sehen wir wahrscheinlich hier gleich. Und hier klebt uns Checo schon dran. Es hat nicht mal eine Runde gedauert, dass er diese 1,7 Sekunden gibt. Fernando Alonso ist draußen, das ist natürlich bad für ihn, weil wir sind doch so ein bisschen sein Konkurrent in der Weltmeisterschaft. Würde ich jetzt mal sagen, er ist jetzt bei McLaren, aber trotzdem auch beim Aston Martin. Da waren wir immer knapp mit ihm auf. Jetzt setzt sich Perez neben uns, aber ich glaube, wir können hier wieder den gleichen Move wagen wie vorhin. Und da können wir auch noch einmal, und jetzt nehmen wir sogar das DS mit. Ist natürlich schade, dass wir es nur für Start und Ziel mitnehmen, denn da verlieren wir auch wirklich enorm viel Zeit. Das wird nicht viel bringen. Hier gucken wir uns mal die Replay an. Und da geht es knapp neben die Strecke und dann direkt Rad an Rad. Das war hier in Runde 3. Ich glaube, das habe ich nicht im Video mit reingenommen, aber trotzdem. Guckt euch das mal an, ich werde hier richtig gejagt von gleich 3, 4, 5 Leuten gefühlt auf einmal. Wir konnten uns immer wieder ein bisschen retten, trotzdem ist es hier so schwierig. Wo sind wir denn? Hier ist das, ach, das ist ja genau der letzte Sektor, da geht Hamilton weit, dann gehe ich wieder weit und irgendwie schaffen wir es hier trotzdem vorne zu bleiben. Also es ist eine wirkliche Jagd hier auf mich, Jagd auf den vierten Platz oder eher. Einfach nur, ich bremse allein, weil die viel schneller werden wie ich. Gleiche Kurve nochmal, diesmal habe ich ihn abgecarried, diesmal ist er innen durchgekommen. Und da geht es auch Rad an Rad rein, macht halt Spaß, nur das Problem ist halt, wenn man wirklich immer das unterlegene Material hat, dass man das dann schafft. Leclerc sitzt hinter uns und jetzt habe ich das erste Mal gutes Gefühl, denn es sind 18, okay, es waren 7 Zehntel, jetzt sind es nur noch 4 Zehntel. ERS ist leider auch schon wieder aus und guckt euch mal an, wie der angeschossen kommt. Und da kommt er innen durch, da können, oh mein Gott, da hat er sich ein bisschen vertan. Ich glaube, ich habe ihn schon genug Platz zum Atmen gelassen, oder? Nicht, dass wir hier Alonso Hamilton 2022 haben. Nein, also ich habe ihn, glaube ich, schon ein bisschen Platz gelassen. Trotzdem wird das hier eine harte Sache werden. Seien Sie mit dem Reifen drauf und glaube, ja, der Mercedes war die ganze Zeit da vorne. Also Russell war, oder wie hat es Russell denn überhaupt auf 1 geschafft? Jetzt ist Perez durchgeschlüpft hier. Ja, können wir auch nichts machen. Guckt euch das an. Der zieht da direkt davon. Wir haben einfach das unterlegene Material. Das Gute ist dann natürlich, dass wir uns das DS... Ja, jetzt endlich mal die Verwarnung, die ist auch verdient. Jetzt doch, ja, der Nächste. Und bitteschön, hier direkt Leclerc, der schießt vorbei und da können wir nichts machen. Es ist schon der 6. Platz. Es ist traurig. Ich wollte hier unbedingt so viel haben. Wir haben es wirklich lange halten können. Diesen wunderbaren vierten Platz. Jetzt ist es das 6. aktuell und ja, Ende ist nicht in Sicht, denn wir führen hier einen Riesenzug an mit, ja, 14 Waggons, 15 Waggons und ja, guckt euch das an. Es ist wirklich Wahnsinn. Das ist so eine Jagd hier.
Es ist wie wenn ich das Safety Car wäre, nur man darf halt ja mich überholen. Esteban Ocon in der letzten Runde hinten halten, das wird ein Mammutprojekt auf jeden Fall. Wir wissen ja, er ist einer meiner größten Rivalen, generell das Alpine-Team und Audi sind ja so ein bisschen konkurrentierend, ja wir konkurrieren ein bisschen um den Konstrukteursplatz 4. Und ja, Alpine ist aktuell noch hinten, aber das wird das auch bleiben. Denn jetzt drücken gleich beide Alpine an und ich bin der einzige Fahrer für Audi, der punkten wird. Jetzt geht's rauf hier, Eau Rouge, letzte Runde und Esteban Ocon kommt hier. Er kommt wie Donkey Kong aber das ist ein Wahnsinn. Der kommt hier angeschossen, mit einer Rakete gefühlt. Und wir haben hier einfach eine Leuchtpistole, da können wir auch nichts machen. Es ist einfach unmöglich, dass wir den aufhalten können. Esteban Ocon schießt hier vorbei und all in all ist das wirklich nicht aufgegangen, meine Strategie. Ich denke auch, dass die weißen Reifen nicht aufgegangen wären. Vielleicht den ersten Stint mit den gelben probieren sollen. Aber das kann man natürlich im Nachhinein alles einfach sagen. Es ist leider so, wie es ist. Siebter Platz, es sind immer noch tolle 6 Punkte. Ich meine, wenn ich denke, wo ich im Qualifying gelandet bin und jetzt hier im Rennen auf dem 6. Platz, auch wenn wir hier gefühlt das halbe Fahrerfeld abgefuckt haben. Oh mein Gott, hier habe ich mich fast selbst ins Ausgeschossen. Und da geht es dann direkt ja wieder Rad an Rad. Das ist halt, wenn man so eng herumfährt, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und hier zieht innen sogar noch Hamilton. Wo kommt der auf einmal daher? Der ist an Gasly jetzt vorbeigegangen. Das wittert hier seine Chance in Bus-Stop. Da können wir aber reingehen. Und hier machen wir ihm die Tür zu. Und beim Rausbeschleunigen nehmen wir auch das DS mit. Das sollte es gewesen sein. Es ist der 7. Platz, 6 Punkte. Und ich würde sagen, es ist eher Glück im Unglück. Es ist ein tolles Rennen an sich gewesen. Aber natürlich, ja, mit so einem unterlegenen Material bockt das auch irgendwie nicht. Charles Leclerc wurde Driver of the Day. Auch interessant. Ich weiß nicht genau, von wo der gestartet ist, aber... Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Was denkst du, Stefan, wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Tatsächlich gewinnt hier George Russell. Interessant das Ganze auf jeden Fall. Also gerade auf einer Strecke, die eigentlich immer als Red Bull Top-Strecke gegolten hat. Egal, wir werden hier trotzdem 7. Platz, das ist Schadensbegrenzung. Und wir holen hier 6 wichtige Punkte. Hamilton holt das ganze Wochenende all in all weniger Punkte als ich. Das ist auch eine interessante Sache. Ich glaube, der hat dann doch noch den Platz gegen Esteban Ocon verloren. Und Esteban nimmt hier die 8 Punkte mit. Das ist natürlich stark. Hätte ich auch gern mitgenommen. Aber ja, ich hätte das bei Gott nicht kontern können. Das war einfach heute ein Dilemma. 79 Punkte sind wir in der Weltmeisterschaft. Und wir sind fast, ja, wir haben fast die Hälfte der Punkte, der vor mir ist. Also es ist, glaube ich, gut so. Fernando Alonso ist doch noch auch ein Rivale hier in der Weltmeisterschaft. Wir haben 3 Punkte mehr als er. Das wird noch spannend, das sage ich euch. Sanford kommt dann morgen. Da bin ich auch unfassbar gehypt. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. War in der Vergangenheit nie ein Fan von Zandvoort, aber mit den neuen Autos könnte, oder mit dem neuen Handling besser gesagt, könnte das Ganze wieder Spaß machen. Dazu aber später oder beziehungsweise morgen mehr. Wir werden auf jeden Fall auch noch einiges, oder ich werde auf jeden Fall einiges noch auf TikTok bringen. Wir werden unter anderem schon mal eine kleine Prognosenansicht wagen, was alles so abgeht. Und das Wort, das ich mir immer bis zum Schluss aufhebe, das ihr dann in die Kommentare schreiben könnt, ist heute das gute alte... wir werden jetzt mal ein bisschen was austauschen. Und das Wort ist
Ja, mir fällt gerade nichts ein. Wir nehmen das Wort Gearbox. Das ist das Wort. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls sich dann die Leute wundern, Spoiler doch nicht, dann schreibt einfach nur drunter, schaut euch das komplette Video an. Das Wort des Tages ist also Gearbox oder halt einfach nur Getriebe. Aber ich finde Gearbox einfach besser und ja, so werden wir dann auch ein bisschen Teile nehmen für neue Teile nehmen. Das wird auch dann natürlich die Leistung des Autos unnormal steigern. Und ich hoffe, dass wir morgen auch wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir werden auch am Wochenende Last of First Challenge in Silverstone fahren. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Denn gerade Silverstone ist eine Strecke, wo man überholen kann. Und ich darf endlich mal ein besseres Auto fahren. Ich bin wirklich selten ein gutes Auto in dem Game bis jetzt gefahren. Und für heute war es mal. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zugucken. Es geht jetzt mal in diese Sommerpause. Und dann geht es nach Sandford. Belgien jetzt auch vor der Sommerpause. Das ist auch neu, glaube ich. Schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Fenster-Tobi. Wie gesagt, da kommt wirklich viel, viel Stuff. Gerade zum Formel 1 Wochenende auch online. Gerne auf Instagram, Links mal unten in der Bio und abonniert unbedingt gerne, checkt kostenlos den Channel, lasst doch gerne ein Däumchen oben da, falls euch mein Content hier gefällt und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder morgen hier wieder auf YouTube. Bye!